So, Freunde, neue Woche, neues Video, schon lange nicht mehr gesagt, herzlich willkommen. Ich dachte mir so, ich nutze diesen angenehmen Tag. Und wie man sieht, wir sind im Dezember, wir haben es hier 10 Grad. Das ist mal eine schöne Ausnahme. Und ich dachte mir so, fährst du mal zu Stefan. Das kommt vielleicht gut an, zum Ende des Jahres nochmal das aufzugreifen, was wirklich gut angekommen ist. Ich habe mich bei Stefan verabredet, beziehungsweise habe mich gemeldet, ob er Bock und Zeit hat, sich mit mir zu treffen. Und das Wetter ist auch on top. Also das passt ja alles wie die Faust aufs Auge. Ich werde damit auch gleich eine Runde fahren. Also bevor die Fragen ankommen, ich habe gerade Stefan schon gefragt, was er da drauf hat. Ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas mit 85 Vierkanal von PZ Tuning. Einen schönen Auspuff hat er auch, wie man sieht. Lasst euch mit so einem Scheiß nicht erwischen, wenn er da drauf hat. Vergaser, welche Größe war das? 21,4, holy shit, Alter. Mit Daily Ways Air Auspuff, falls das gerade nicht verstanden hat. Ich übersetze das Deutsche ins Deutsche normal. Die Stoßdämpfer sind auch geil, die hattest du letztens auch nicht. Nee, ich habe diese kürzeren davon gehabt, diese 36 mm und jetzt sind jetzt 40 mm. 40 mm, holy shit, Alter. Die müsste jetzt so hoch gekommen sein wie meine. Ja, ja. Ausgezahlt. Hat dir wohl gefallen, wa? Hat mir gefallen. Doch, ist natürlich besser sitzen und zu zweit fahren ist einfach mal, ja, Komfort. Fährst du jetzt öfter zu zweit? Ja, mit meiner Frau denn, ja. Ja. Okay. So, na gut. Ich denke mal, wir haben ein bisschen was erzählt über das Moped vom Design. Man kann es filmen, wie man, die meisten feiern es. Ganz im Ernst. Es sieht auch nicht schlecht aus. Es gibt welche, die Originalfetischisten, die onanieren wieder vom Video und sagen, nein, das darf nicht so sein und Dislike. Könnt ihr machen, sagt, ich mag das eh, wenn jemand seine ehrliche Meinung liken, disliken. Wenn ihr es gut findet, Daumen nach oben, ansonsten Daumen runter, ist nicht so schlimm. Seid ehrlich, schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Mir gefällt es sehr gut. Also die Mischung macht es, sag ich mal so. Schutzbleche hätte ich vielleicht schwarz gemacht, aber wie gesagt, das ist mein Empfinden. Ist nun so ein Seimoped, ihm gefällt so, wie es ist. Na gut, wir starten gleich direkt los. Diesen verschlampten Weg. Welchen nehmen wir? Du, mir ist es eher. Oh, Stefan, ist es scheißegal, dann nehmen wir den, weil der einfach gerade ausgeht. Ich habe keinen Stich gesehen. Ja, ist Vorteil, wenn man Motocross fährt. So, meine Lieben, ich drehe mal das ganze Ding hier auf den Kopf. Wie ihr seht, wir haben uns für einen anderen Spot entschieden, einfach aus der Tatsache heraus. Die Strecke ist besser. Die Strecke ist einfach mal besser. So, müsste fest sein. Nach fest kommt ab, sagt man, ja? Ach du Scheiße, Brille komplett beschlagen. Ich sehe wieder nichts. Habe ich wieder reingeatmet. Klasse, toll, freut mich. Okay. Ohne Gas. So, ich mache ein bisschen vorsichtig. Meine Brille ist noch beschlagen. Sobald die frei ist, versuche ich mal. Also wie Stefan werde ich nicht fahren, aber. Seiner Vorderbremse definitiv gearbeitet. Spaß.
einfach mal um. Alter, die Vorderbremse. Holy shit, Alter. Beim ersten Video, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, so habe ich die Vorderbremse gezogen. Das Moped ist einfach weitergefahren. Ach du Scheiße. Was soll ich sagen? Mein Speer ist entzückt, Alter. Junge, da ist ja, da ist ein Entschleunigungshuckel zwischen. Die sind überall. Ja? Fast, ja. Auf der Hinfahrt habe ich noch gesehen, rückwärts wäre ich fast drüber gefahren. Junge, aber sag mal, kann das sein, dass die Temperatur abhängig jetzt weniger Leistung hat? Ja. Also normalerweise müsste ich mehr Leistung haben, aber ich habe jetzt hier, anstatt diesen Kühlerschlauch habe ich jetzt diese, ja, diese Dämpfermuffe gemacht und dadurch sind halt Verwirbelungen vor der Ansaugbrücke, sag ich mal, und dadurch ja, ist das auch leistungsmindernd, ja. Mhm. Ja. Weil ich möchte auch sagen, wo ich im Sommer, Leistung ist definitiv immer noch da, keine Frage. Ja. Vor allem, wenn man die richtigen Punkte kennt, wo man schaltet, wie man losfährt, dies, das, Ananas. Ohne Scheiße, dann geht die richtig gut. Leute, hatet mich jetzt nicht wegen feuchte Straße. Ich weiß, vorausfahrendes Schauen. Scheiß drauf, wir sind einfach mal alleine. Guckt euch an. Hallo, ist hier jemand? Mag sich jemand beschweren? Okay, aber ey, es macht Spaß ohne Ende, wa? Ja. Zum Anfang fährst man noch los mit übelst Respekt auf der Rückfahrt. Da traut man sich schon mehr. Weißt du, man tastet sich ran und es geht schnell. Es geht unglaublich schnell. Wirklich, macht richtig viel Spaß. Die Vorderbremse, Junge, ich bin deine Alte gewöhnt, dachte ich, oh, bei Stefan musst du ein bisschen mehr. Ja. Ich tipp die nur an. Und Hinterbremse ist besser. Die ist auch schärfer gestellt. Ja, hast du ausgezeichnet gemacht, ohne Scheiß. Also habe ich aber eben schon gesagt. Bremsen. Manko, natürlich der Spiegel noch, ist 20 km/h stabil, aber. Wisst ihr, was ich bei mir gemacht habe, um den stabil zu kriegen? Meiner steht ja immer so, das hat ja einen Grund. Ja. Ich habe vom Flickzeug so ein scheiß Gummi genommen, habe das auseinandergeschraubt, habe hier und da so ein Gummi drin gemacht, zugeschraubt. Natürlich. Da bewegt sich nichts mehr. Alter, es macht einfach übel Spaß. Man merkt doch die Höhe. Dass, ja, die, dass die Höhe. Besser, ja? Ist angenehm. Angenehm, ja. Ja, willst du noch mal brennen? Ich brenne noch mal, na klar. Dazu müsste ich noch mal einen Helm aufsetzen, ja? Mit mehr Leistung ist ein bisschen einfacher. Ist ein einfacher, ja, definitiv. Ne? Na gut, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne
liken oder wenn es euch nicht gefallen ist, schreibt bitte was dazu. Schreibt einfach, was euch nicht gefallen hat. Könnt ihr gerne Daumen runter geben. Oh, der hält ja super. Ja. Ich habe meinen letztens auch erst verloren. Ach so, im letzten Video hast du vielleicht noch nicht gesehen. Nee, ihr werdet reich beschert. Ich wünsche euch alles Gute für nächstes Jahr, falls kein Video mehr kommt. Ich weiß es ja nicht mehr, was noch passiert. Ansonsten, bis nächstes Mal. Ich bin raus. Ciao, Kakao.